Hallo, 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 willkommen zu Tag 4 der Jubiläums-Herz auf der Zunge-Woche. Ich habe so eine Freude hier, ne? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie schön ich das finde, wie schön ich das finde, ein Jahr schon Teil dieser Community zu sein, das hier zu machen, mit euch Kontakt zu haben und Dinge vorbereiten zu können, die ich dann euch zeigen kann. Und da bin ich immer ganz kribbelig und voller Vorfreude, wenn ich was Besonderes für euch aushacken kann, wie diese tollen Gespräche. Und wie gestern Abend schon angekündigt, also nicht abend, gestern am Ende des Videos schon angekündigt, ist heute Dani bei mir zu Gast, die tatsächlich vor allem am Anfang ganz maßgeblich hier mit mir Sachen kreiert hat und da war und präsent war. Und weil das so wichtig war, dass sie am Anfang und natürlich immer noch, aber gerade am Anfang da so einen ganz wichtigen Grundstein für mich und mit mir gelegt hat, ist sie auf jeden Fall auch dabei, eine meiner Jubiläumsgäste. Und ne, wie ich das jetzt auch in den anderen Videos schon gesagt habe, ohne noch viele Worte vorher zu verlieren, hier kommt das Video, mein Gespräch mit Dani. Ja, hallo Dani, wie schön, dass du auch da bist. Also wir machen das ja jetzt hier alles nacheinander. Es ist wieder ein anderer Tag und du bist mein nächster Gast bei meinem Jubiläumsfeiern oder meinem, ja, meiner... Ja, im Prinzip ist es das ja, ne? Wir feiern jetzt dein Einjähriges. Genau, ja. Yay. Ja, und ich habe mir gedacht, ich lade so nach und nach die Booktuberinnen und den einen Booktuber ein, die auf diesen, ja, oder in diesem ersten Jahr irgendwie prägend für mich waren. Und das warst du auch. Und wir haben ja vor allem am Anfang auch ziemlich viel gemacht und die Livestreams und so weiter. Und du bist ja im Prinzip die Auslöserin einer der wichtigsten Rubriken auf meinem Kanal. Ich weiß gar nicht, weißt du das überhaupt? Nee, also dass ich die Erste war in deiner Videoreihe, das, also klar, das weiß ich ja, aber nee, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, nee. Also ich weiß, dass wir uns mal kurz unterhalten haben und du mir erzählt hast, dass du die Idee, also so eine Grundidee, was man so in die Richtung machen könnte, schon hattest, aber dass ich jetzt irgendwie so das geschubst, nee, überhaupt nicht. Voll. Was? Ich weiß gar nicht mehr ganz, wie wir dazu gekommen sind, aber wenn ich mich recht erinnere, hast du mich ja angesprochen und hast gesagt, hier, eigentlich würde ich gerne über das Thema Borderline sprechen. Bei mir auf dem Kanal ist nicht der richtige Ort dafür, aber zu dir, also ja, zu mir, ne? Passt das? Und dann habe ich, also ich war ja voll dabei, habe ich gedacht, cool, total gut. Und dann dachte ich, ja, warum mache ich das nicht regelmäßig? Warum mache ich da nicht eine Rubrik draus? Also ja. Genau, weil du halt das einmal so angestoßen hast, dachte ich dann, daraus könnte ich doch was machen und dann halt auch aktiver Leute dafür gewinnen. Und deswegen hat mit dir, haben die Herz-zu-Herz-Gespräche angefangen. Mein Gott, richtig krass. Nee, da wäre ich absolut nicht drauf gekommen. Also ich habe mir das jetzt so gedacht, dass du wegen deinem psychologischen Hintergrund und deinem Karriereziel, dass es damit irgendwie zusammenhängt. Ja, krass. Nö, ich habe da, also tatsächlich hatte ich da nicht so, nicht so den Plan vorher, dass ich das jetzt. Ich finde auch, dass das ist tatsächlich ein mega dankbares Format, also für dich, glaube ich, und auch für uns als Zuschauer. Ich finde sowieso immer, wenn man sich über irgendein Thema belesen möchte, egal ob das jetzt eine Erfahrung ist, eine Krankheit oder ich finde immer am meisten erfährt man immer von Betroffenen oder Menschen, die in der Situation mal waren oder so, das merke ich ja auch in meinem sozialen Beruf. Am meisten lernt man immer mit den Leuten zusammen. Also klar, man kann sich belesen, man kann sich Wissen eignen, man kann sich Methoden erarbeiten, aber ich finde das ist ganz was anderes und mir gefällt das Format so wahnsinnig gut. Ich habe bisher keinen einzigen Stream davon verpasst und wenn ich mich entscheiden müsste, welcher mir am besten gefallen hat, dann könnte ich das tatsächlich gar nicht, weil ich bin aus jedem einzelnen Stream rausgegangen und habe gedacht, mein Gott, also jede einzelne Minute, die ich in dem Stream verbracht habe, das ist so, so wertvoll. Also man hat ja auch nicht immer Gelegenheit und kann vielleicht nachfragen zu einem gewissen Thema. Vielleicht kennt man keinen, der davon betroffen ist oder so, aber ich meine, deswegen bist du
eine unglaubliche Bereicherung für YouTube, alleine schon deswegen, aber auch noch, was mir persönlich total gut gefällt, für alle, das haben wir nicht vorbereitet. Eva hat jetzt nicht gesagt, du musst jetzt hier, aber ich finde, das ist ein ganz guter Rahmen, um das loszuwerden. Dein Kanal gefällt mir besonders gut, eben wegen diesen Herz-zu-Herz-Gesprächen, dann wegen einem psychologischen Hintergrund, der mich auch total interessiert. Mhm. Und was mir bei dir auch richtig gut gefällt, ist, dass du regelmäßig Non-Fiction liest. Mhm. Also ich finde, das ist ein Genre, das auf Booktube oder generell vielleicht auch in der Buchwelt ein bisschen zu kurz kommt, ungerechtfertigterweise, wie ich finde, aber man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, also es gibt ja ganz viele Menschen, die lesen einfach, um abzuschalten, um eben sich aus dem Alltag rauszuziehen, und da sind die Bücher definitiv das Falsche. Total. Aber ich kann da für mich immer super viel draus mitnehmen, und deswegen geier ich dann natürlich auch auf andere Videos, um dann ein paar Inspirationen zu bekommen. Deswegen freue ich mich immer, wenn jemand dazukommt, der auch ein bisschen Non-Fiction liest. Aber jedes Genre ist absolut in Ordnung. Und also wenn ich abschalten will, dann nehme ich mir ja auch keine Biografie und kein Sachbuch. Na, nee. Das ist ja völlig klar. Also ich auch, kommt natürlich immer drauf an, was man damit gerne. Ich finde, du hast einfach so die perfekte Mischung und dieses Herz zu Herz. Also das ist mein Favorit immer auf deinem Kanal, weil ich finde, also ich weiß gar nicht, ob es das vorher überhaupt auf YouTube so gegeben hat. Also es gibt wohl einige Kanäle, die das machen, aber da bin ich, wenn überhaupt, erst im Nachhinein drauf aufmerksam geworden. Und dann natürlich irgendwie Teil davon sein zu können und ja andere Erfahrungen mitzubekommen. Und ich weiß, kennst du den Kanal Leroy? Der heißt irgendwie Leroy. Das ist ein farbiger junger Mann, der sitzt im Rollstuhl. Der hat, glaube ich, MS oder so. Ich weiß es nicht genau. Der hat auch so eine... Der spricht mit Kriegstraumatisierten, mit Menschen, die im Sterben liegen und so weiter und so weiter. Ah. Aber das ist ein aufgenommenes Video. Ja. Das kann man sich anschauen. Man kann da natürlich in den Kommentaren auch schreiben und da geht er auch drauf ein. Aber so ein Dialog mit Betroffenen und Zuschauern, aber auch in dem Video, wo du mit deiner Freundin, wo ihr das Gespräch aufgenommen habt, das ist genauso wertvoll. Also da war jetzt nicht irgendwie, dass man sagen kann, da hat was gefehlt. Ich finde, das war eigentlich auch ganz cool, weil man das Gefühl hatte, man sitzt bei euch und lauscht eurem Gespräch. Das hatte so ein bisschen was von, also jetzt natürlich weg von der Ernsthaftigkeit des Themas, aber das hatte so ein bisschen was, man sitzt beim Kaffeeklatsch bei euch dabei. So, das fand ich eigentlich auch cool. Also es hat sein Für und sein Wider. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, wie nervös ich war, weil man weiß natürlich nicht, was kommen da für Fragen. Das stimmt. Bei mir war es ja jetzt so, dass ich da keine Einschränkung hatte, aber wenn ich jetzt gewusst hätte, ich will über den und den Aspekt nicht sprechen, dann hätten wir es wahrscheinlich auch aufgenommen. Es ist halt, also es ist schon verletzlicher live, ne? Also natürlich, weil man halt auch nervöser ist und darüber zu sprechen, ist an sich schon aufregend. Also nur mit mir zu sprechen, ist schon aufregend genug, und zu wissen, das Ganze wird dann irgendwann öffentlich gemacht. Und live ist halt wirklich dieses, man weiß gar nicht, was dann so auf einen zukommt. Ne? Und am Anfang war ich ja auch immer echt nervös, kommt überhaupt irgendwer? Dann kannst du dich bestimmt noch daran erinnern, dass ich irgendwie vor den ganzen ersten Livestreams immer gesagt habe, ich habe so Angst, dass einfach keiner kommt. Dass wir hier sitzen alleine und keiner kommt, und wie traurig ist das eigentlich, wenn dann wirklich niemand vorbeikommt. Und es kommen aber immer Leute, und die Zahlen sind nicht riesig. Ich erreiche damit keine Massen. Und aber mir ist tatsächlich aufgefallen, dass das Format so eine gewisse Fanbase hat. Also es sind ganz viele immer Menschen, die trifft man immer wieder. Ja. Die stellen immer wieder Fragen. Also das ist so toll einfach irgendwie da. So, das hat auch irgendwie was von so einem Treffen, das man dann immer wieder hat. So, da sind zwei Menschen, die erzählen. Einer erzählt, der eine stellt Fragen, und wir anderen treffen uns dann immer wieder im Publikum und können da so ein bisschen mit. Ich finde das mega. Das stimmt. Cool. Und auch, dass es
einige Leute gibt, denen das wichtig ist, das dann hinterher nachzuschauen. So, also die sonst vielleicht gar nicht so gerne Livestreams nochmal hinterher schauen, was ich total gerne mache tatsächlich, aber viele mögen das ja nicht so gern, aber dass es Leute gibt, die sagen, hier dieses Segment, diese Herz-zu-Herz-Gespräche, da will ich dabei sein und wenn ich ja nicht live dabei sein kann, dann gucke ich es mir auf jeden Fall am Ende an, weil Leute das wichtig finden und das ist total schön für mich, das zu erleben und das ist auch was, was immer wieder auch erwähnt wird, wenn es um meinen Kanal gibt, ne, dass hier die Bookfriends haben auch das gesagt, genau das ist so super wertvoll und irgendwie gibt es das nirgendwo. Ich habe auch nicht recherchiert, ob es das gibt oder nicht, weil ich mir denke, selbst wenn das schon irgendwo an einer anderen Stelle gibt, ist ja gut, wenn es das 2, 3, 4, 5 Mal gibt. Also, ach, guck mal, die ganzen Booktube-Formate, ich weiß nicht, hier die Rache des Sub, also wie viele Kanäle gibt das, die das machen oder irgendwann hat mal jemand angefangen mit dem ersten Lesemonat oder pick mal Sub oder so. Also das ist ja völlig normal, dass man von irgendwas wird man ja immer inspiriert, wenn man irgendwie kreativ ist und also das ist ja schon immer so gewesen in allen möglichen Bereichen. Von daher, also ich finde, also bei da würde ich mich jetzt total darüber freuen, wenn es ganz viele YouTube-Kanäle geben würde, so, ja, die das aufgreifen. Also ich finde, also das sehe ich genau wie du, da muss man gar nicht der einzige Kanal sein. Also warum? Es kann auch gar nicht genug über diese Themen gesprochen werden. Ne? Richtig, und das kommt dazu, ja. Natürlich finde ich es schön, wenn ich da irgendwie das hochhalten kann sozusagen, aber ich brauche nicht das Alleinstellungsmerkmal. Also mir ist das, und das ist ja das, was ich damit auch erreichen möchte, ne, über solche Themen zu sprechen und auch wie du sagst, man kann natürlich viel lesen oder sich erkunden oder so erkundigen, aber man macht es auch nicht bei jedem Thema. Und das dauert, also es braucht ja dann auch immer wirklich ein bisschen ne, Überwindung und Bewegung und dass man das halt einfach tut und Zeit. Und wenn man dann halt da jemanden hat, der einem davon erzählt, wie ist denn das eigentlich mit einer Panikstörung zu leben oder ne, wie bei dir mit Borderline oder mit, was Christine erzählt hat, ne, mit einer Tochter mit Trisomie 21, wie ist denn das? Und es gibt ja total viele Bücher da inzwischen drüber, aber dann echten Menschen vor Augen zu haben, Menschen, den man wahrscheinlich auch noch kennt, weil bisher sind ja alle aus der Booktube-Bubble irgendwie raus, außer jetzt Jule, die meine Freundin ist, die aber für mich natürlich auch sehr lebendig ist, so immer. Und halt zu sehen, okay, da ist jemand, der lebt das, der kann mir darüber erzählen und dann auch zu sagen, zum Beispiel, ich nehme jetzt Dani nicht mehr, oder ich nehme Dani nicht als jemanden wahr, der eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, sondern ich nehme Dani als Dani wahr und das kommt so dazu. Ne? Mhm. Oder ich nehme Basti nicht als jemand Angstgestörtes wahr, sondern Basti als Basti und das kommt dazu. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Wahrnehmung. Ne? Und wenn man sonst so Sendungen guckt und da geht es dann um, ich sage es jetzt nochmal, Trisomie 21 oder so. Und dann guckt man halt mit, aha, da ist ein Mensch mit Trisomie 21. So guckt man dann da drauf. Und der Rest von dem Menschen, den kennt man ja nicht. Der bleibt dann so ein bisschen außen vor. Und das ist halt auch das Coole, dass das so in der Community passiert. Und die anderen sich ja auch alle quasi freiwillig bei mir gemeldet haben, nachdem ich den Aufruf gestartet habe. Und darüber reden wollen, ne? Und auch sagen, okay, live ist zwar ein bisschen aufregend, aber genau dieser Austausch dann mit den Leuten, ne? Dass sie Fragen stellen können und man auch vielleicht auch selber merkt, wenn man sich jetzt hier verletzlich macht und über so ein Thema spricht, dann direktes Feedback zu bekommen. Und bisher war ja alles so liebevoll und offen und interessiert und wertschätzend. Ja. Also da war ja nie auch nur ein Moment irgendwie blöd. Gar nicht. Überhaupt nicht, in keinem einzigen Video. Weder habe ich das bei mir als Betroffener so wahrgenommen, noch in den ganzen anderen Livestreams, in den aktiven, im Chat oder nachher überhaupt nicht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich mir das glaube ich, obwohl ich da diesbezüglich ein sehr offener Mensch bin und da auch sehr gut drüber sprechen kann. Ich glaube, dass ich mich mit der Entscheidung, das zu machen, sehr viel schwerer getan hätte, wenn wir hier nicht in Booktube so integriert worden wären. Ich muss tatsächlich sagen, bis auf ein paar kleine Ausreißer in der letzten Zeit, ich möchte mal so anonym, ist das für mich, ich war schon in ganz vielen Communities unterwegs und ist für mich tatsächlich die
herzlichste, die respektvollste, die trotz der ganzen anderen Andersartigkeit irgendwie doch eine totale homogene Masse. Ich habe zum Beispiel mit der Celine gelesen, sie von Stephen King, und die Meinungen gehen da wahrscheinlich so weit auseinander, wie sie nur irgendwie auseinander sein können, aber wir können uns trotzdem die ehrliche Meinung sagen über Dinge, die wir ganz toll finden oder ganz schrecklich, und wir sind trotzdem noch, also zerstreiten wir uns nicht darüber, ja, sondern wir wissen, jeder von uns hat eigene Einstellungen, eigene Werte, Erfahrungen, ja, und so weiter und so weiter, und für niemanden ist ein und dasselbe Buch das gleiche Erlebnis wie für den anderen. Das geht einfach nicht. Und ja, also bis auf das eine Mal habe ich das nie erlebt, nie, dass jemand gesagt hat, ah, okay, ich lese jetzt gehobene Literatur und du liest Unterhaltungsliteratur oder Kinder- und Jugendliteratur, das ist was Besseres. Nein, ist es nicht. Es ist einfach nur ein anderes Genre. Nicht mehr, nicht weniger. Und also was ich finde an dieser Community ist, dass uns irgendwie ziemlich ähnliche Werte verbinden. Ne? Also Werte von Toleranz, einfach Toleranz anderen Meinungen gegenüber, also das, was du beschrieben hast, so, dass wir das, und dass wir uns auch nicht zu stark mit unserer Meinung identifizieren. Also ich fühle mich jetzt nicht angegriffen, wenn du ein Buch doof findest, was ich toll fand. Natürlich denke ich mir, ach, schade. So. Und vielleicht manchmal verunsichert einen das auch so ein Müh oder sowas. Aber es ist in Ordnung. So. Und ich trenne das quasi von dir als Person. Und ich glaube, das machen eigentlich alle hier. Das ist ne, das, was du liest und wie du das alles findest. Das ist das eine. Und Dani, die Person, ist einfach was anderes. Und dass wir auch wirklich sehr, sehr offen und wertschätzend miteinander umgehen und da alles einfach irgendwie seinen Raum haben darf. Und wenn das nichts für einen ist, dann lässt man das halt einfach existieren. Und so. Und der eine Ausbrecher jetzt in der letzten Zeit, da habe ich das Gefühl, dass das dazu geführt hat, dass so alle anderen sich noch mal mehr auf diese Werte verständigt haben und dadurch so ein bisschen zusammengerückt sind. Und das ist so vielleicht diese Ebene, die homogen ist, die sich irgendwie gleich anfühlt, weil das was ist, ne, was wir teilen, aber was dann daraus alles passiert und wie Kanäle gestaltet werden, wie über Sachen gesprochen wird, was man da so macht und so, das ist ja total unterschiedlich und jeder darf da irgendwie machen, was er sie für gut und richtig hält, und wenn man halt keine Abnehmer dafür findet und das halt irgendwie nur 130 Leute angucken, dann habe ich auch das Gefühl, das ist total okay. Also für viele. Aber das sind 130 Leute, die das gesehen haben und die das vielleicht interessiert haben. Und genau. Also natürlich ist aufgrund der des mangelnden Durchhaltevermögens, ja, meine Zahlen, die gehen nicht durch die Decke. Aber das ist mir nicht wichtig. Also ich denke dann immer so, warum habe ich den BookTube-Kanal gestartet? Ich habe niemanden in meinem ganz engen Bekanntenkreis, die ich regelmäßig sehe, die so viel lesen wie ich und die Bock haben, sich über das Gelesene auszutauschen. Das ist schon mal Punkt 1. Mein Partner liest nicht, meine engen Familienangehörigen lesen nicht, und ich musste so schmunzeln, wo die liebe Juli vor kurzem das Video hochgeladen hat mit einem Tag. Da hat sie erzählt, da ging es auch darum, oder war das ein alter Tag? Ich weiß das gar nicht mehr. Da hat sie erzählt, dass sie den YouTube-Kanal, also den BookTube-Kanal gestartet hat, weil sie irgendwann so verzweifelt war, weil sie unbedingt über Bücher sprechen wollte, dass sie selbst Gespräche geführt hat. Und ich dachte mir nur, boah, das kennst du doch. So, und das war der Grund, warum ich den Kanal gestartet habe. Und also mir ist das nicht wichtig. Mir ist wichtig, dass ich regelmäßig über die Bücher spreche. Ich freue mich mega, wirklich mega über jeden einzelnen Kommentar, weil ich dadurch sehe, das Video ist nicht einfach nur im Hintergrund gelaufen. Derjenige, der hat sich Gedanken gemacht und schreibt da irgendwas drunter, egal ob das Kritik ist oder sonst irgendwas. Ich finde, das ist was absolut würdigens. Ich habe heute irgendwie Sprachstörungen, entschuldige bitte. Alles gut. Jetzt wegen diesem BookTube Real Talk Tag, da haben einige Menschen gesagt, dass diese Zahl, die neben dem Abonnenten-Dings sind, völlig unerheblich ist, weil das sich so oft unterscheidet von
Abonnentenanzahl und Leuten, die das Video anklicken. Das von daher, es hat keine Bedeutung. Also ich würde mir jetzt Gedanken schon machen, wenn ich jetzt sehe, da tut sich vielleicht über ein halbes Jahr, kommen keine Menschen mehr dazu, dann würde ich mich fragen, woran kann es liegen? Oder ich würde auf einmal gar keine Kommentare mehr bekommen, dann würde ich mich fragen, okay, irgendwas ist anders, was ist passiert? Aber so ansonsten, also ich bin so glücklich, dass ich in diese Community gekommen bin, weil das immer, also danach habe ich immer gesucht. Mhm. Also klar, es gab irgendwann mal, hat es immer jemanden gegeben, mit denen man mal über ein Buch sprechen konnte, oder Jörn, der meint das dann immer so lieb und fragt dann, ja, was liest denn da und wie gefällt dir das? Und dann fange ich an zu erzählen und dann merkt man, okay, da geht der Schalter zu. So, der kann dann einfach nicht mehr folgen. Also der würde das gerne, aber da das überhaupt gar nicht sein Thema ist, ist der da völlig raus. Und deswegen, also BookTube ist so wunderbar. Also eigentlich müsste man demjenigen, der irgendwann mal das allererste Büchervideo hochgeladen hat, einen Orden verleihen. Ja, das ist, war echt wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Ja, vielleicht noch so als letzte Frage, weil das ist für mich total spannend. Wann ist denn mein Kanal oder ich als Person dir zum ersten Mal wirklich bewusst aufgefallen? Kannst du dich daran noch erinnern? Ich glaube, sehr, sehr, sehr schnell, nachdem du gestartet bist, weil die Ruth von dir erzählt hat. Mhm. Und dann bin ich auf deinen Kanal gegangen und habe geguckt, was da von dir so kommt. Und ja, das sind halt die Sachen, die ich eben schon gesagt habe. Psychologie natürlich in hohem Maße, ja. Das Non-Fiction und auch generell. Also ich finde auch, abgesehen von Horror und so krassen Thrillern, liest du ja auch relativ breit gefächert. Und das finde ich immer sehr spannend. Also ich gucke auch sehr, sehr gerne Kanäle, die nur Fantasy lesen oder die nur Thriller lesen oder so. Da kann ich auch immer viel mit anfangen, weil ich ja auch fast alles lese. Aber ich finde, so die Kanäle, die sie breit gefächert lesen, dadurch sind diese Lesemonate auch immer sehr abwechslungsreich. Mhm. Ja, da und das alles. Gefällt mir sehr gut. Aber am meisten gefällt mir, wie gesagt, dein psychologischer Hintergrund, den du auch immer in die Videos mit reinziehst, die Herz-zu-Herz-Gespräche und dein Non-Fiction-Anteil. Ja, und natürlich, dass wir uns als Menschen gut verstehen. Ja, das sollte ich auf gar keinen Fall vergessen. Das ist total wichtig. Ja, ja, also ich gucke natürlich auch Kanäle, bei denen ich mir nur Inspiration hole, bei denen ich dann vielleicht nicht so häufig kommentiere oder wo ich jetzt nicht vielleicht so den Anspruch hätte, mich unbedingt anzufreunden, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die nur Videos gucken und nicht kommentieren, holen sich dann einfach Anregungen für ihr Leseleben und das ist natürlich genauso in Ordnung. Aber wenn man dann Menschen findet, die nicht nur das gleiche Hobby haben, sondern auch vielleicht dieselben Werte oder dieselben beruflichen Interessen oder dieselben Interessensgebiete, dann ist es natürlich umso schöner, ne? Voll. Und da gibt es ja echt einige. Also ich habe wirklich wie so einen gefühlten ganzen neuen Freundeskreis dazu gewonnen über BookTube. Und kann mir nicht vorstellen, jetzt aufzuhören, sondern will auf jeden Fall weitermachen und noch das zweite Jahr dranhängen. Ja, das wäre tatsächlich auch ein riesengroßer Verlust. Also es gibt ja immer mal wieder Kanäle, die dazukommen, die aufhören, weil es privat nicht mehr passt, weil sie Eltern geworden sind, weil sie, was auch immer. Ist ja auch aber ich finde eben wegen dieser Mischung, die du auf BookTube hier rein, also das würde, also ich gehe jetzt mal so weit zu sagen, dass mir das echt wehtun würde und dass ich deine Videos tatsächlich vermissen würde. Weil, also irgendwie dein Kanal gehört mit zu den Sachen, die ich gesucht habe und nichts davon wusste. Ich glaube, so kann man das irgendwie so. Ich weiß ich nicht, du hast alles, was ich so feiere, irgendwie an BookTube-Kanälen. Das ist aber sehr lieb. Vielen Dank. Ja, das ist doch ein perfekter Das perfekte Punkt. Schlusswort, oder? Das perfekte Schlusswort. Danke, Dani, dass du mit heute dabei warst und auch das ganze erste Jahr mit dabei warst. Ich freue mich auf unser auch gemeinsames zweites Jahr. Auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Und
Vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ja, sehr gerne. Bis dann. Bis dann. Ja, und wie ihr gehört habt, ohne Dani würde es die Herz-zu-Herz-Gespräche nicht geben. Und wie oft genau dieses Format auch schon in den anderen Gesprächen erwähnt wurde und als so das Signature-Ding auf meinem Kanal benannt wurde, ohne Dani würde es das einfach nicht geben. Deswegen bin ich ja zutiefst dankbar dafür und auch für unsere Verbindung und unsere Freundschaft und dass wir das hier gemeinsam machen. Und wir haben uns ja auch schon in Real Life getroffen. Dani wohnt echt nicht weit weg von meinen Eltern. Und wenn ich da bin, versuche ich, sie zu treffen, obwohl das da immer ziemlich eng ist. Also ich bin immer noch relativ kurz da. Aber Dani und ich sind im Herzen verbunden. Ich bin ihr super dankbar. Ja, für ihre Freundschaft und ihre Unterstützung hier auf meinem Kanal. Und morgen kommt die Frau, deretwegen ich überhaupt bei BookTube gelandet bin und überhaupt nur auf die Idee gekommen bin, das hier zu machen, nämlich Ruth von Zwischen 1000 Zeilen. Freut euch auf dieses Gespräch. Es ist das vorletzte aus dieser Reihe. Danach kommt noch ein Gast und dann danach kommt quasi der Abschluss mit mir alleine ohne Gäste. Es ist einfach eine so, so tolle Reise hier, diese Gespräche zu machen und euch da durchzuführen. Und ich bin so, so gespannt darauf, wie das alles bei euch ankommen wird. Und ich hoffe, ja, wie gesagt, ihr habt genauso viel Freude daran wie ich. Und ja, wir sehen uns einfach morgen bei dem Gespräch mit Ruth. Bis morgen!